Nico Hische, merci vielmals, nimmst du Zeit für das kurze Gespräch, das wir hier haben, kurz bevor du vielleicht dein Debüt wirst geben in der A-Nationalmannschaft. Zurück von Nordamerika und natürlich stehst du im Fokus. Wie erlebst du es, dass die vor allem Medien ein bisschen auffressen, die überrennen? Wie nimmst du das wahr? Ganz locker eigentlich. Also, aber ich probiere mich da nicht daraus zu bringen. Ich meine, es gibt es ja in Amerika auch und das gehört halt einfach dazu. Aber für mich ist einfach wichtig, dass ich den Fokus gleich einfach beim Hockey behalte und das probiere ich auch so zu machen. Jetzt heute Nachmittag dürftest du eigentlich eine Pause machen. Wie sehr geht dir das manchmal schon ein bisschen gegen Strich, dass du da so Termine hast, die du musst warnen? Nein, aber wie ich gesagt habe, das gehört dazu. Und das muss man auch einfach professionell machen. Und das ist jetzt einfach, das gehört so dazu. Und, aber gibt es nicht Momente, wo das ein bisschen anschneckelt? Ja, also, es gibt schon, was ich auch schon erlebt habe, zum Beispiel nach einer bitteren Niederlage oder so, wo du nachher noch ein Interview machen musst, das ist schon ab und zu schwierig, aber wie gesagt, es gehört dazu, dass man muss lernen und das muss machen. Darum ist ja der Sport eigentlich auch Entertainment und Fans wollen halt wissen, was so Gedanken sind nach einem Spiel und all das. Und darum sehe ich das eben einfach, es gehört zum Sport. Du bist aber relativ bescheiden, relativ zurückhaltend, bodenständig, nimmt man die in den Interviews wahr, gehört das so ein bisschen dazu? Ist das dein Typ oder sagst du, ich will einfach niemandem ein Bein bisseln, wenn man heute Medientraining hat natürlich, oder? Hätte er ja, aber ich eigentlich, das habe ich noch nie gemacht. Nein, ich glaube eigentlich, ich probiere wirklich so zu sein, wie ich bin und ehrlich zu sein und das ist eigentlich meistens die gute Lesung. Wenn man jetzt vergleicht die Journalisten hier und dann in Nordamerika, was ist dort so ein bisschen der Unterschied? Ich glaube, was anderen viel ist, es ist mehr so ein Scrum. Also es sind wirklich gerade alle Medien auf einmal und nachher stellen eigentlich jede Frage und hier sind halt mehr so eben eins zu eins. Das ist so was hast du lieber, wenn es so alle auf einen ist und dann ist es durch oder lieber so das ruhige Zusammenhocken? Ja, aber wie gesagt, wenn wir ehrlich sind, schon eigentlich lieber ein Scrum. Ja. Alles zusammen und dann ist es durch, oder? Genau, ja. Wenn wir über deine vergangene NHL-Saison reden, dann hast du immer wieder in Interviews erwähnt, dass Strapazen bei den Auswärtsspielen immer so ein bisschen, ja, das hast du negativ überrascht. Hast du dort einen Workaround gefunden, dass man das jetzt irgendwie, ja, wie hast du den Workaround gefunden, dass es besser läuft für dich? Dass es dich vielleicht nicht mehr so überrascht? In einem Auswärtsspiel oder wie? Ja, genau, wenn du so lange Auswärtsspiele hast, ja. Reisen mit Strapazen. Ja, also eben, ja, im ersten Jahr war alles neu und das ist halt schon ziemlich krass für mich, Chicago nach New Jersey hin und her, innerhalb von also Back-to-Back-Spiels und all das und Roadtrips, die zwei Wochen gehen, aber das war eigentlich jetzt dieses Jahr kein Problem gewesen, weil ich eigentlich gewusst, was kommt, was mir erwartet und darum ist das wirklich. Also ist echt die Erfahrung gewesen, die dir geholfen hat oder hast du irgendetwas Spezielles anders gemacht, nein, dass es nicht mehr so negativ? Nein, einfach eben die Erfahrung, weil ich es schon mal gemacht habe, das hat mir eigentlich geholfen. Die erste Saison war eine Rookie-Saison. Wir sagen dann immer die Saison von der Bestätigung. Wenn du jetzt auf die vergangene Spielzeit zurückschaust, diesen Schritt, hast du den gemacht, die Saison von der Bestätigung aus persönlicher Sicht? Ja, ich glaube auch. Persönlich habe ich das Gefühl, ich habe nicht eine schlechte Saison gehabt. Aber meine, wenn man sieht, eben, wo das Team gelandet ist, dann kann man halt persönlich auch nicht zufrieden sein, weil du gleich ein Teil des Teams bist. Und natürlich wollen wir das so schnell wie möglich ändern. Fahrt eigentlich jetzt schon mit einer guten WM an. Jetzt freue ich mich eben für die WM und nachher fährt es dann mit einem guten Sommertraining an. So ein bisschen vergleicht, was die anderen Number One Draftpicks gemacht haben, dann sieht man, dass die kontinuierlich sich verbessert haben und die meisten, zum Beispiel Conor McDavid, zwischen 30 und 40 Go macht. Wo siehst du dort eine Lücke, wenn ja, wo, zwischen denen und dir jetzt, nach zwei Saisons? Ich probiere mich mit niemandem zu vergleichen. Ich kann mich nicht mit diesen Spielern vergleichen, das wäre ich. Wäre ich blöd, wenn ich das machen würde. Und ich probiere einfach wirklich dem Team zu helfen, so wie die mich kennen, so wie der Trainer mich kennt. Und mich natürlich auch persönlich verbessern. Aber vergleichen, das ist das Letzte, was ich machen würde. Wo muss sich denn der Nico Hische verbessern? Wo siehst du Schwachstellen auf Hinblick von der nächsten Saison? Es gibt, also verbessern kannst du so oder so überall. Es gibt keinen Ort, wo du sagst, du bist genug gut. Aber für mich ist es sicher Face-Offs, muss ich besser werden und Schuss. Und das hat mir auch der Trainer gesagt.
Und was sagt ihr der Athletiktrainer, Sam Böhringer, der mit dir im Sommer zusammen arbeitet, wo irgendwo muss ein Fokus ja gelegt werden, oder? Ja, das haben wir jetzt noch nicht darüber geredet. Also eben, wie gesagt, jetzt wird noch Hockey gespielt. Und nachher wird sicher auch ein bisschen Ferien gemacht. Und dann kommen wir sicher mit dem Sam zusammen und schauen, an was wir das arbeiten wollen. Die Vorgaben von NHL, von New Jersey, hast du noch nicht bekommen für das Sommertraining. Ich lasse jetzt auch mal gehen. Also eben, die sind eigentlich die gleichen Erwartungen wie letztes Jahr. Sie haben letztes Jahr eben gesagt, sie sind zufrieden gewesen, wenn ich zurückbekomme. Und dass das wieder grünes Licht ist für den Sam und der sein Programm durchzieht. Jetzt kannst du eine halbe Stunde weg von ihm daheim wahrscheinlich dein Debüt geben in Cedars in Sierre. Dort werden natürlich viele Leute dabei sein. Hast du eine grosse Party geplant? Wie viele Leute hast du eingeladen? Wie viele Leute können schauen? Ja, es werden sicher ein paar da sein, ja, aber ein paar die. Habe ich sicher nicht geplant, aber sicher Familie und Cousins und all das. Und sind sicher da, ja. Sind mehr Leute als in einem normalen Spiel, das du kennst, also aus dem gleichen Umfeld? Ja, sicher, so. Ja. Ist der Druck Angst? Ich meine, mit Druck bist du ja gewöhnt, aber von den eigenen Freunden, von der Familie? Nein, ich glaube, das war ja genau gleich wie das Spiel im Bären. Also es sind viele Familien sind gekommen und logisch, weil das ist ein gutes Spiel für dich spielen. Aber am besten ist einfach, wie gesagt, auch das. Ausblenden und dich auf das Hockey konzentrieren und auf deine Sachen. Es ist viel geschrieben worden und man hat dich natürlich auch gefragt, Captain Sand hin oder her oder Leaderfigur. Welche Rolle hast du mit dem Patrick Fischer im Austausch besprochen? Das ist am Schluss am Ende wichtig, was dir der Trainer mitgibt. Ja, ich muss einfach eben das Spiel, das ich in New Jersey bringe, muss ich hier einbringen. Also ich bin ein Center, wo wirklich in der D-Zone muss gut sein, wenig Goal bekommen und dann Offensivzone etwas kreieren. Und das werde ich auch probieren zu machen, so gut wie es geht. Was hat dir der Patrick Fischer mit auf den Weg gegeben? Du hast ja gleich einen speziellen Weg, dass du so spät, sage ich mal, gleich dein Debüt wirst geben. Was gibt er dir mit auf den Weg? Weil du kennst schon so viel, oder? Ja, einfach eben, er hat gesagt, Freude. Also das ist sicher etwas, was auch für mich wichtig ist. Und sind kleine Sachen jetzt, also jetzt gibt er mir noch taktische Sachen auf dem Weg, wie wir hier in der Nazi spielen. Und die hat er jetzt mit mir auch schon besprochen. Und die muss ich jetzt im Training fühlen wir immer wohler mit dem System, das wir spielen. Und ja, das kommt schon gut. Letztes Jahr Silbermedaille, du bist nicht dabei gewesen. Wie hast du das wahrgenommen aus der Ferne? Wie hast du die WM, vielleicht das Penaltyschießen verfolgt, wenn du zurückdenkst? Ja, habe ich sicher alles verfolgt, die ganze WM. Und ja, mitgefiebert wie jeder andere Hockey-Fan in der Schweiz auch. Und nachher sicher auch ein bisschen enttäuscht gewesen am Schluss. Und, aber super Leistung gewesen und ich habe wie jeder andere auch mitgefiebert. Hat sie nicht ein bisschen gejuckt so unter den Fingernägeln, ein bisschen genervt, dass du nicht hast können mit dabei sein bei so einer historischen Angelegenheit? Nein, eigentlich nicht, weil in diesem Jahr hat es einfach nicht so sein sollen. Und das war ja von Anfang an eigentlich dann klar gewesen. Und da bin ich halt vom Spieler zum Fan geworden. Und, aber ich kann es so auch gut können verfolgen. Klassische Frage, Nico, welches Ziel hast du dir vorgenommen jetzt für die erste A-Weltmeisterschaft und für das Debüt vielleicht? So viel wie möglich Spiel gewinnen. Also das ist eigentlich das grosse Ziel. Und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, letztes Jahr hat man es gesehen, wir dürfen uns nicht verstecken. Wir sind ein gutes Team und ist sicher wieder alles möglich. Hilft das, dass man letztes Jahr die Silbermedaille geholt hat und dann neu in ein Team hineinkommt? Oder ist es eher so ein Druck, den du sowieso mitnimmst, weil alle Augen auf dir sind? Ja, ich glaube, ein gewisser Druck ist so oder so immer da. Aber ich nehme jetzt das eher als Motivation, eben, dass man sieht, dass die Schweizer können mitspielen international und das ist eben das Wichtigste, du musst daran glauben. Und, ja, lass mal auf deinem Instagram-Profil ganz runtergescrollt. Es sind nur etwa 25 Fotos drauf und dort ist ein Foto vom EAC-Fischspiel. Und als du relativ jung bist, 6 Jahre her, musst du dich manchmal kniffen. Es geht eigentlich unglaublich schnell. Ja, das weiß ich gar nicht, dass ich das noch drauf habe. Aber es geht wirklich, wenn du jetzt das so sagst, ja, es ist von Fischb, aber noch 2 Jahre bin ich eigentlich noch im SCB gewesen, nachher Halifax ein und jetzt schon das 2. Jahr in New Jersey, das geht schon schnell, ja. Und jetzt weiss ich, Mütter und Vater immer sagen, dass die Zeit schnell vorbeigeht, jetzt merke ich es langsam auch. Wie probierst du so Momente auch zu fassen, so Momente, wo natürlich das Medieninteresse so gross ist, auch zu verarbeiten, wie machst du das persönlich? Aber einfach gar nicht gross darüber nachdenken, mich auf die Sachen konzentrieren, die ich beeinflussen kann und so mache ich es eigentlich und das ist bis jetzt eigentlich auch gut gegangen.
Wir haben es gesehen auf deinen Social Media Accounts, es ist nicht wahnsinnig viel Posts, die du machst. Wie stehst du da dazu? Es gibt Leute oder Sportler, die sagen, hey, das ist meine Privatsphäre. Es gibt Sportler, die brauchen das als Verbindung zu den Fans. Wie siehst du das, so die Social Media Welt und die Sportwelt zusammen? Ja, ich bin mehr aktiv auf Facebook oder auf Twitter und auf Instagram. Ich tue einfach mal ab und zu etwas drin. Und, ja, das stimmt schon, aber ich bin da wahrscheinlich auf Instagram jetzt halt einer, der nicht so aktiv ist. Wenn man Profisport macht, muss man auf vieles verzichten. Du hast natürlich wahrscheinlich in den letzten Jahren auf vieles müssen verzichten. Was vermisst du am meisten oder wenn gibt es so Momente, wo du vor allem dein Umfeld, deine Familie vermisst? Ja, ich glaube sicher in so Tagen wie Weihnachten oder wo eigentlich die Familie zusammenkommt, da vermisst du sicher die Familie ein bisschen mehr, all die Kollegen und aber ich hätte mich eigentlich ein bisschen daran gewöhnt und das ist für mich jetzt auch nicht mehr so ein grosses Problem. Gibt es eine Bezugsperson, vielleicht abgesehen von deinem Bruder, die du denen hast, wo du kannst, ja, wenn es mal Momente gibt, wo es ein bisschen schwieriger ist, wo du kannst... Ja, ich habe immer, das ist für mich auch super, ich habe immer den Mirko Kataka, der hat schon im ersten Jahr mir viel geholfen und der weiß, wie alles läuft und so. Und auch immer wieder mit der Müttersprache, mit ihm können reden und das tut halt ab und zu schon gut. Für Nico Hischi ist in den letzten Jahren eigentlich immer aufwärts gegangen, jetzt letztes Jahr mit den Playoffs. Du hast grosse Hoffnungsträger, man hat die verpasst. Zuerst mal so ein ja, einen Dämpfer als Team, sage ich mal. Wie bist du mit dem umgegangen? Persönlich ist es gut gelaufen? Ja, eben, ja, es ist, die ganze Saison war ganz anders gewesen, als meine erste. Die Stimmung in der Garderobe war immer anders gewesen. Und wenn du mal wieder ein Goal bekommst hast im Spiel, ist alle wieder Kopf ein bisschen heichen. Aber ich sage, ich kann aus der Saison eigentlich viel lernen. Und es gibt aber auch so negative Sachen, kann man viel daraus nehmen und gelernt haben wirklich auch nicht, dass die Liga nicht einfach ist, dass wirklich jedes Spiel muss da sein, 100% und muss Gas geben und sonst geht es eben wirklich schnell und es sind kleine Sachen, wo sie jetzt Spiel entscheiden und die haben wir halt einfach jetzt das Jahr falsch gemacht und haben das Spiel verloren, wo im ersten Jahr haben wir schon richtig gemacht und eben die Spieler mehr gewonnen. Jetzt kommt die AWM und dann ein bisschen Ferien und dann musst du in ein neues Apartment einziehen. Hast alles müssen ausziehen? Ist das Stress, wo dich noch nicht damit beschäftigst oder hast du eine neue Wohnung gefunden? Nein, aber ja, das ist sicher gerade nach der Saison schon ein bisschen mühsam gewesen. Aber das haben jetzt schon zwei Saisons gemacht. Aber so schlimm ist es auch nicht. Machst du das alles selber? So ja, Steuern also, und Zeug? Ja, ich mache das eigentlich selber. Aber logisch ist ein Materialchef oder irgendjemand, der dir kommt, kann helfen kann. Grundsätzlich mache ich es selber und ja, aber ich habe ja nicht viele Sachen, sage ich jetzt. Also so schwierig ist es auch nicht, um auszuziehen. Und jetzt eben, wenn ich komme, jetzt mache ich mir noch keine Gedanken, aber wenn ich komme, dann finde ich da etwas, aber da finde ich schon etwas. Da. Jetzt kannst du ja rumfahren, hast die Autoprüfung, dann bestand meine Cousenkel von Amerika, die haben gesagt, komm auf Amerika, die Autoprüfung ist viel einfacher. Stimmt das denn? Also ich habe die Autoprüfung in der Schweiz gemacht. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie die Autoprüfung in Amerika ist. Und, aber was ich da noch machen musste, ist einfach die Theorieprüfung. Und die muss ich ehrlich sagen, war eigentlich schwierig gewesen. Weil es sind nie so Fragen gekommen, wer Vortritt hat oder so. Es sind mehr so Fragen gekommen, wenn du zum Beispiel schnell fahrst, was sind die Strafen, wie lange wird der Fahrausweis weggenommen. Und so Fragen sind mir dran. Nico Hirschi, merci vielmals. Viel Glück bei deinem Debüt am Freitagabend.